So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Raft. Und wir machen jetzt nochmal die Folge 2,5, würde ich sagen. Wir gehen jetzt nochmal eben schnell, das hatte ich ja im letzten Video auch gesagt, wir gehen jetzt nochmal schnell zu den beiden Lagern quasi. Ich habe alles leer gemacht, das Inventar ist leer, so gut es geht. Da ist jetzt unten noch ein bisschen Schrott drin, aber das macht ja nichts. Und farmen die nochmal aus, da liegen nämlich noch ein paar Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen, aber immer nice to have halt, ne? Das nehmen wir dann noch mal eben mit. Ich glaube, wir können hier so. Dann sind wir ja schon da, siehst du? Da sind wir schon. Ist hier ein Bär? Ne. Okay. Dann gehen wir hier mal schnell rein. Das dürfte eigentlich auch beleuchtet sein, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Liegt hier oben vielleicht noch Gold rum? Nein. Also ich wüsste jetzt aktuell auch nicht, was wir bei den Verkaufsautomaten kaufen sollten, deswegen mit dem gucken wir mal, was hier so drin liegt in den Räumen. Hier oben liegt noch was. Ich habe gerade eben schon gesehen, Titan, da ist es. Genau, das könnt ihr dann, also wenn die Basis oder beziehungsweise das Kraftwerk halt noch nicht gemacht ist, dann ist das hier voller Strahlung, da kannst du da nicht rein. Aber sobald du die Story dahingehend abgeschlossen hast, kannst du hier unten rein. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht auch so in den Fokus genommen. Dann nehmen wir hier nochmal alles mit. Jetzt ist das Inventar schon wieder halb voll. Hier, dies können wir rausschmeißen. Das Rezept haben wir auch schon, brauchen wir nicht. Dann nehmen wir uns lieber hier den Kunststoff noch mit. Wer weiß, vielleicht brauchen wir den ja nochmal. So, schön viel Bolzen, Scharniere. Dann können wir wieder raus. Und dann gibt es noch einen hinten beim Laboratorium, beim Observatorium. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht wieder verfahre hier. Die Steine können wir übrigens auch rausschmeißen. Dann nehmen wir stattdessen mal die Schaufel mit rein. So, ich weiß auch gar nicht, gibt es hier? Nee, ne? Das müsste er ja eigentlich rein theoretisch anzeigen. Okay, hier ging es jetzt nicht lang. Das war, glaube ich, falsch. Also mit dem Observatorium bin ich selber immer nicht so ganz klar gekommen, wo das denn wirklich ist. Das ist es nicht da. Das ist ja dieses Hauptgebäude, da auch, da wo auch der Automat drin steht. Ich weiß nicht, wenn man hier durchfährt, durch diesen Canyon, ob man da hinkommt. Wir sind ja einmal dran vorbei, also wir sind ja einmal an dem Dorf. Jetzt hänge ich hier fest, toll. Einmal an dem Dorf vorbei und dann war es da, ja. So, ich habe jetzt nochmal neu geladen. Sind jetzt vielleicht schon die Sachen wieder da? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Okay, dann hier vielleicht mal hoch. Wie gesagt, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Oder uns hier mal eine erhöhte Stelle suchen. Da hinten. Ich weiß, wir sind letztes Mal, glaube ich, schon einmal rumgelaufen so. Wo war denn das Observatorium? Ist das vielleicht dann doch da? Wir müssten mal ein Fernrohr bauen, glaube ich, für sowas. Aber dann brauchst du es halt nur einmal und dann brauchst du es nie wieder so gefühlt halt, ne? Hier ist es nämlich auch nicht. Hier ist schon das Ende der Küste. Vielleicht ist es so ein Dreieck. Hier ist das Dorf, da ist das Observatorium und da hinten ist das Kraftwerk. Aber es kann ja nur so sein. Kann ja nur so sein. Dann gehen wir mal unten zum Dings. Da müsste ja noch ein Mobil drin sein. Dann fahren wir mal nach Norden. Ja, da so in die Richtung. Hier unten müsste eins drin sein. Was ist denn hier los jetzt? Da waren wir ja gerade drin, ne? Stein, genau, den haben wir ja hier zur Markierung hingelegt. Natürlich nicht, aber, ne? Oder ist es da hinten? Das kann auch da hinten sein. Wir fahren einfach mal hier durch
die Höhle durch, glaube ich. Es kann auch sein, dass es da ist. So. Fahren wir mal durch die Höhle durch. Da so lang vielleicht? Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier noch so eine Höhle gibt, beziehungsweise so ein Lager quasi, wo man rein kann. War das hier lang vielleicht? Ich sehe es jetzt nicht gerade. Ach, hier ist das Observatorium, siehst du, da hinten. Dann wollen wir ja natürlich nicht in das Loch reinfahren, sondern dann fahren wir hier links mal rum. Und dann müsste es doch da unten bei dem Funkmast sein, oder? Hier irgendwo so. Da hinten ist es doch, oder? Da. Da rechts? Nee, oder? Hä? Es gibt auf jeden Fall noch ein zweites. Ich weiß halt nur nicht wo. Natürlich total gut, wenn man absolut vorbereitet ist für sowas. Oder ist das hier unten lang? Ne, hier sind wir schon wieder am Ende. Verdammt. Da war noch so schön viel Titan, deswegen. Blöd jetzt. Oh. Da ist der Eingang vom... Das ist ja auch blöd. Da wollte ich eigentlich auch überhaupt gar nicht hin, so. Jetzt müssen wir einmal quer durchtauchen, weil hier keine Leiter ist. Das ist ja... Bio, da hast du ja richtig ins Klo gegriffen hier. Dann hoffen wir, dass die Fische nicht mehr da sind. Warte mal, hier lag, glaube ich, auch nochmal eine Münze hinter, oder? Geirrt. Habe ich mich geirrt? Ich habe jetzt die Tauchflasche auch auf. Nicht, dass hier wieder diese Fische kommen, weißt du? Weißt du? Ja, das sah nur so aus, war ein Schatten. Hier lag doch was. Also hier lag was am Stein. Müssen wir mal kurz gucken, wie wir... Ah ja, er geht auch nur mit den Füßen hoch. Mit den Händen braucht er sich nicht festhalten, ne? So, dann gehen wir hier wieder zurück. Aber hä, hier muss doch... Also ich bin der Meinung, ansonsten gehen wir dann aufs Schiff zurück und dann, lassen wir das. Oder ist das da vielleicht sogar schon? Nee. Wir hätten den ja so geparkt. Na gut, dann müssen wir das wohl, aufgeben. Schade, aber so ist es leider. Oder hatte das... Ich weiß nicht. Wir können noch mal gucken, aber ich bin der... Okay, gut. Hier ging es dann auch nicht lang. Jetzt haben wir uns schon wieder festgefahren, ne? Tut mir leid, aber... Es gibt eigentlich noch einen zweiten Raum, aber ich weiß jetzt halt nicht, wo er ist. Da sind wir jetzt hergekommen. Jetzt müssen wir... Warte mal. Ja, genau. Also wir müssen ja nach dort. Hier zwischendurch. Oder ist es da? Hier hinten könnte es sein. Hier ist es doch, oder? Hier ist es doch, siehst du. Dann sind wir ja doch nicht so falsch. Haben wir ja nochmal Glück gehabt.
Genau, der sieht da so ähnlich aus. Der war dann auch mit Strahlung versehen. Hier ist nochmal Titan, sehr gut. Dann haben wir da nochmal ein bisschen Titan. Also es gibt durchaus zwei. Ich kann euch aber auch keine Karte einblenden oder so. Dann müsst ihr das mal googeln. Oder müsst ihr das mal googeln, die das dann auch nochmal nachspielen wollen. So. Das war's, glaube ich, ne? Jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt 9 Titan, also hier war richtig viel Titan drin. In dem anderen waren ja nur 2 drin. So, dann gehen wir zurück zum Schiff. Oh, hat der mich jetzt erschrocken, der Bär. Mann, du hast mich erschrocken. Aber wir haben noch genügend Zeugs. Also, Quatsch, genügend Zeugs, genügend Platz. So, und jetzt wollen wir ja, bevor wir nach Utopia fahren, wollen wir das Schiff ja fertig bauen. Nach Möglichkeit. Ich würde es aber auch gerne abschließen. Also, dass wir dann damit fertig werden mit dem Spiel. Und dann können wir auch hinterher sagen, ey, komm, wir machen da nochmal einen auf schön und da nochmal einen auf schön. Das können wir natürlich auch machen. Was ist denn hier unten? Habe ich hier unten noch so ein Ding gesehen oder was? Ja, das wäre es ja jetzt gewesen, oder? Wobei ich hier hinten auch noch nicht war. Hier können wir auch noch mal eben gucken. Was sagt die Zeit? 11 Minuten erst. Ja, okay. Nicht, dass wir hier noch so einen Raum haben. Das wäre es ja noch. So ein Secret Place oder so. Lass mich. Oder so ein Lost Place oder wie auch immer. Auf jeden Fall hier noch mal so eine kleine Insel, ich sag mal Schatzinsel dazu. Da können wir ja auch noch mal gucken, ob wir die vielleicht anfahren können, ob wir die auch finden überhaupt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht dass wir ins Wasser reinfahren. Also wir können ja, ach, hier ist ja schon das Schiff, perfekt. Ey, wir können den mitnehmen. Gucke mal. Das wär's ja dann. Also wenn du den mitnehmen könntest, der fällt bestimmt runter, wenn wir jetzt ablegen. Den können wir jetzt ja auch nicht mehr benutzen, den Anker. Also von Hand jedenfalls nicht. Und dann haben wir ja alles. Also mehr geht dann auch nicht, ne? Dann können wir gleich nochmal schlafen gehen, wenn wir abgelegt haben und dann wieder im Wind drin sind. Natürlich den Anker hoch, sonst geht hier gar nichts. Wichtig wäre mir halt, dass wir jetzt wieder in den Müllstrom reinkommen. Steht das Ding jetzt hinten noch hinten drauf? Das wäre ja mal cool, oder? Ne, es ist runtergefallen tatsächlich. Na gut, schade. Schnell, dass wir hier nicht gegen den Felsen fahren. Als wenn es was ausmachen würde, Bio, aber naja. Sicher ist sicher, ne? Machen wir es mal Segel auf hier und stellen uns mal in Wind. So würde ich sagen, da ist nämlich wieder Schrott. Und dann lassen wir uns einfach treiben. Und gehen erstmal pennen, weil ich glaube, es ist gerade dunkel. Man sieht das hier nicht so genau. Und ich würde mir am liebsten auch gerne ein Schlafzimmer bauen und oder eine Captain's Kajüte, wie auch immer man das nennen möchte, eine Küche. Vielleicht auch ein Restaurant oder sowas, ne? Das irgendwie so. Das war jetzt auch Titan, okay. Okay, da war jetzt nichts mehr. Okay, dann tun wir die 3 Titanen, die wir jetzt. Jo. Dann müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier so aussieht. Mit dem Kurs. Mit dem Kurs. Also,
Ich habe das jetzt schon häufiger beobachtet, dass einfach der Wind immer Richtung Sonne bzw. Mond, der geht ja auch da auf. Ja, dass das immer so ist. So, und ich würde ganz gerne hier dann hier so das Deck bauen quasi. Das hier muss natürlich auch noch alles zugebaut werden. Aber so, dass man quasi dann irgendwie so, das machen wir noch alles zu irgendwie. Also natürlich nicht irgendwie, sondern mit Wänden natürlich. Ich habe jetzt das ganze Inventar noch voll, ne, mit Zeugs hier. Dann machen wir das mal eben leer. Plaste müssen wir jetzt eben gleich mal entsorgen in den Dings. Palmblättern war hier noch. Schrott habe ich noch gesehen. Haben wir natürlich gut mitgenommen. Bolzen waren hier nochmal 4 Stück. Scharniere nochmal ein paar. Glas. Ne, ja, Seil können wir auch hier einlagern. Und Glas. Und Glibber sogar, tatsächlich. Dann können wir das Kunststoff hier gleich mal entsorgen. Weil für den Boden brauchen wir ja nichts mehr. Und nehmen hier auch noch mal ein bisschen was raus. Ne, da. Nicht so zappelig, Bio. Mensch, sei doch nicht immer so. So. Dann können wir uns noch mal ein paar Würfel machen. Weil jetzt sind wir, glaube ich, so weit durch, dass wir von dem Zeug hier gar nicht mehr so viel brauchen. Dann nehmen wir uns jetzt nur mal das Plaste, lassen wir jetzt da drin. Und nehmen wir uns jetzt einfach mal das Holz, das ja auch schon wieder ein bisschen was geworden ist. Und machen mal was war denn da noch drin? Steine und Barren, genau. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz für Plastik. Das ist, glaube ich, das Plastik, was wir sowieso entsorgen wollten. Genau, Quatsch. So. Eins lasse ich immer drin, falls wir nochmal irgendwie eine Axt bauen müssen oder irgendwie sowas. Und dann können wir hier oben mal zubasteln. Machen wir erstmal hier zu. So, dann haben wir das. Hier sollen ja dann die Beete vor mit den Bäumen. Und dann machen wir das erstmal so mit denen. So, und hinten soll ja dann auch noch mal so ein Deck sein. Dann machen wir das vielleicht so. Ne? Und da ist dann das Sonnendeck oder was auch immer. Keine Ahnung. Und nach vorne hin machen wir das dann hier zu. Erstmal. Also so der Plan. So mein Plan. Und jetzt könnten wir noch mal uns ein bisschen Schrott holen. Das können wir erstmal aufessen. Das brauchen wir gerade nicht. Quatsch, wir haben noch Holz. Ich wollte Nägel holen, ne? Nägel. 20 und noch mal ein bisschen Schrott. So. Bio, mach doch nicht so zappelig, Mann. Ja, ich weiß. So. Wir müssen auch dann immer noch mal gucken. Wir wollten ja auch noch ein Steuerhaus machen, ne? Ne, komm, wir gehen in den Schrottstrom direkt rein und fahren einfach geradeaus. Vielleicht kommt ja auf uns dann noch was zu. Irgendwie eine Insel oder sowas. Hier rechts wäre noch eine Insel, 1000. Aber das ist jetzt schon wieder tropisch, ne? Seht ihr das? Hier im Winkel, das ist schon wieder tropisch jetzt. Das wollen wir ja nicht. Wir wollten ja einfach eine Eisinsel haben. So, dann machen wir hier nochmal, führen wir das nochmal fort. Die Planken sind ja richtig, die machen wir dann weg.
Können wir auch jetzt schon wegmachen? Ne? Aber die hier, die muss auch noch mal bis hinten durch. Beziehungsweise die muss eigentlich weg. Okay, was ist da drüber? Was war? Oh nee, die Garderobe war da drüber, ne? Oh Scheiße, dann müssen wir die noch mal neu kaufen. Oh, der ist so geil, der Typ, ey, echt. Ach nee, ja, gut, okay. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt die Garderobe, aber wäre schon cool, wenn wir sie haben. Finde ich ja geil, dass man das hier so durchbauen kann. So, ne, dann haben wir das. Und dann können wir gleich die Dings hier weiter durchbauen. Soweit es natürlich geht. Bis dahin und nicht weiter. Dann müssen wir da hinten dann weitermachen. So, bis dahin haben wir zu. Das ist ja schon mal cool. Das nehmen wir dann noch raus und stecken das nach oben, wenn das nächste Mal dann, wenn es geregnet hat, oder wir können es auch jetzt gießen eigentlich. Wobei die See gerade unruhig wird, können wir eigentlich davon ausgehen, dass es gleich wieder regnet. So, Türen zu. So, da sind ja schon wieder ein paar Würfel jetzt reingekommen. So, wir haben. Okay, wir haben noch 5 Minuten ungefähr. Genau, wir könnten noch mal ein bisschen. Warte mal, erstmal räumen wir hier ein bisschen auf. Nägel. Das Rezept der Unrat, das kommt alles weg. Was haben wir hier noch, was hier rein kann? Bretter. Blätter. Bretter. Seile. Das kommt alles da oben mit rein. Die Angel haben wir auch neu gekriegt. Die haben wir irgendwo drin gefunden. Guck mal, dann haben wir schon wieder 21 Würfel. So, Quatsch, hier wollte ich irgendwas roh, Dings reinmachen. So. Wo war denn das Leder jetzt hier, ne? Genau. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwas abreißt, auch Wände, wo Kisten dran hängen, dann ist die ganze Kiste weg. So als kleinen Tipp und als Tipp vor allen Dingen. Der Sperr ist kaputt, ne? Genau, die beiden kommen hier in die Rohrkostkiste. Und der Rest kommt in den Mülleimer, ne? Ne, warte mal, der Honig kommt da noch mit rein. Was ist denn hier mit den Farben? Gelb ist auch durchgelaufen. So. Bisschen aufräumen hier, ne? So. Gelb. Genau. Hier laden wir mal wieder die Netze aus. Wäre natürlich jetzt auch cool, wenn wir eine zweite Treppe hätten. Dann bräuchte man nicht immer hier rumlatschen. Ich wollte was in den Mülleimer schmeißen, ne? Diese beiden Sachen. Weil das Rezept haben wir ja auch schon. So, und jetzt ist wieder Materialfarmen angesagt. Da ist auch nochmal Baum. Oder machen wir das bis hierhin und machen hier dann eine Leiter hin. So eine kleine, so wie da hinten. Das könnten wir eigentlich auch machen, ne?
dass wir hier so eine kleine Leiter nehmen. Dann holen wir uns nochmal eben Holz. Holz und ein paar Nägel. So, genau. Dann ziehen wir das bis hier ran. Die Nester nehmen wir mal weg. Können wir hier oben hin draufstellen schon mal. Hier oben hin draufstellen, jawohl. Geiles Deutsch. Geilstes Deutsch. So, mit den Kisten müssen wir mal gucken. Die ist sowieso leer. Die können wir mal ins Inventar nehmen. Genau so. Und dieses müssen wir wegklappen. Und das. Und dann ziehen wir die Scheiben bis hier hinten hin. Wenn wir jetzt dann nochmal irgendwann irgendwas machen, da die Räume jetzt irgendwie unterteilen oder so. Hier würde ich tatsächlich das so machen. Dann können wir das ja immer noch... Ah, jetzt fehlt uns ein Holz fehlt uns, verdammte Axt, ne? Das werden wir ja wohl hier drin haben in den Netzen. So. So. Dann können wir hier die Leiter hinsetzen. Können wir hier schön hoch. Und dann machen wir hier oben diese Dinger drauf, würde ich sagen. Dass wir hier einmal komplett rumziehen. Aber dafür brauchen wir halt Holz. Das dauert noch ein bisschen, bis wir wieder Holz haben. So. Eier ab in den Kühlschrank. Jo, dann können wir hier nochmal reingehen. Die Netze nochmal leeren. Und das nochmal rückführen. Dann machen wir das jetzt so, dass wir hier das alles entsorgen. In den Pressen hier. So, da könnte, glaube ich, noch mal einmal so ein Ding reinpassen. Ja, ein Stack passt da noch rein. Dann machen wir das hier auch so bei der. Und dann können wir uns, wenn wir so viel Würfel haben, können wir uns das da richtig gut machen. Holz und Plastik. Seile, ja, können wir dann wieder machen, wenn wir dementsprechend dann Palmblätter haben. So, hier können wir auch nochmal ernten. Hier können wir gleich wieder neu pflanzen. Dann machen wir die Flasche mal voll. So. Wie sieht das mit der Batterie aus? Jetzt ist auch noch halb voll. Ja, so sieht das doch schon ganz gut aus. Das wird dann eben Maschinenraum, Ankerraum und was uns noch so einfällt, Lager natürlich vorne im Bug- und Schmelzenraum. Dann würde ich das Deck hier oben erstmal komplett schließen. Ach ja, wir wollten das ja mit den Dings machen, ne? Ja. Machen wir das so. Also ich werde jetzt dann gleich offscreen nochmal schnell die restlichen Planken hier verarbeiten. Dann noch ein bisschen zocken. Und dann, dann sehen wir weiter. Das hier mal
ja mal komplettieren quasi. Warum kann ich... Achso, weil ich keine Nägel habe. Gut, meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss. Euer Bioschmied. Bye, bye.